hier ist Ranja und zusammen mit dem Tabs spielen wir heute Scribblet. Es ist quasi wie Scribblio, nur dass es ein richtiges Steam-Spiel ist und das wohl ein bisschen hübscher gemacht ist. Und bei Scribble hatte man manchmal Probleme mit dem Malen und dies, das. Und vielleicht ist das ja hübscher. Wenn es euch besser gefällt als normales Scribble, dann könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Dann können wir das als Standardversion nehmen. Falls nicht, dann könnt ihr das ebenfalls schreiben und sagen, nee, ist voll doof. Starte. Okay. So, Leubert, hat ja richtig okay, viel. Es sind 5 Buchstaben. Das ist schon mal gut. Das ist Tomate. Leubert, das sind 6 Buchstaben. Mist. Strich. Sind ebenfalls 6 Buchstaben. Zählen ist nicht meine Stärke. Ich guck mal, man kann Daumen hoch geben, Daumen runter, man kann Wow sagen. Was ist das denn? Wurm. Mie. Weil es müssen ja 5 Buchstaben sein. Warte mal. Du kannst in den Chat schreiben. Ich kann zum Beispiel jetzt die Sonne in den Chat schicken. Dann steht hier, hab einen schönen Tag. Was ist denn das? 5 Buchstaben, nein. Tops. Schlange kann es nicht sein. Warum macht das die ganze Zeit als Stopp! Den Wahnsinn! Die Soundeffekte sind furchtbar. Die sind schön. So, jetzt muss ich aber gucken. Jetzt klicke. Nein, ich will die Farbe aus. Okay, alles gut. Wir haben eine lange Rundenzeit. Guck mal, hier läuft dann auch die Zeit runter. Okay, der erste. Hey. Hey, Ronja, ist du auf dem ersten Platz? Ich bin auf dem ersten Platz. Ich bin auf dem zweiten Platz. Ich bin ziemlich gut. Okay, ich nehme das hier. Jetzt geht's los. Oh, okay, man kann scrollen, dann hat man eine andere Größe. Das stresst mich jetzt schon. Ich glaube, Auspuff kann es gar nicht sein. Ich weiß gar nicht, ob das Wort hier dran ist. So, du musst jetzt immer bedenken. Ich glaube daran, dass es das da gibt. Warte mal, wie zeichnet man das denn richtig? So, hier, der hat einen und der hat einen. Und das sind so Ringe. So. Und jetzt ist noch wichtig zu beachten. Warte mal, wir nehmen jetzt mal den Pinsel. Warte, du hast es erraten? Echten? Ja. Ach, bitte, Tops. Ich bin immer noch Erster. Ich weiß nicht, wieso. Ich verstehe das Ranking-System hier nicht, aber ich bin immer noch Erster. Ich bin voll gut. Ja. Am Ende sagt er dir, wie viele Farben du benutzt hast und sowas. Echt? Ich kann sagen, Daumen hoch. Ich kann winken. Ich glaube, das ist für, wenn du mit mehreren Leuten spielst, 10 Buchstaben. Alles klar. Du zeichnest zum Beispiel mit Farben. Das gefällt mir sehr gut. Das Wort ist Kochlöffel. Nein. Ich finde es schön, dass wir zu zweit spielen, weil dann muss ich nicht drauf achten. Esslöffel ist es auch nicht. Aber dann muss ich nicht darauf achten, dass ich meine Wörter sage, weil der andere ist ja einfach nur Tops. Was ist denn das? Holzlöffel. Holzlöffel ist richtig, warte, oder? Jetzt muss ich gucken. Nein. Warum nicht? Was ist denn das? Warte, wieso hat Haarbürste. Was? Wow. Ich wollte gerade die Borsten machen. Das war jetzt führst blöd. Du, obwohl ich Haarbürste erraten habe? Hä? Wie funktioniert denn dieses blöde System? Das macht mich wütend. Aber mir gefällt das irgendwie übelst. Das ist irgendwie übelst viel besser als das bei dem Browser. Ich meine, bei Browser kannst du es halt schnell spielen. Hä? Guck mal, ich habe jetzt hier einen Kreis gemacht. Ja? Ich mache das rückgängig, den wollte ich gar nicht. Aber theoretisch kannst du so geometrische Formen machen, ausgefüllte oder unausgefüllte. So. 4 Buchstaben, ich weiß, was es ist. Hä, das ist viel zu dick. Warte mal, ich kann scrollen. Ey, warum ist es nicht? Es sind doch 4 Buchstaben. Warte. Aber ich bin überfordert, Tops. Es sieht hübsch aus, oder? So, Auspuff mit 4 Buchstaben. Das ist nicht Auspuff. Ich weiß, was es ist. Wieso male ich eigentlich so? Ich habe das Gefühl, im normalen Scribble male ich viel hübscher. Aber hier male ich einfach wie so ein. Ja, weil du dich noch nicht dran gewöhnt hast. Nee, weil ich es noch nicht geschafft habe, mich dran zu gewöhnen. Das stimmt wohl. Aber jetzt mal ohne Mist, es sieht so viel hübscher aus als das normale, oder? So. Das sieht wirklich hübsch aus. Das aggressive Blau hat mir nicht gefallen, muss ich sagen. So. Hä, wieso macht der schon wieder? Nein, ich will das auswählen. Guck mal, auch die Farben, die du nutzt. Ich finde das schön. Bei einem normalen Scribble hattest du auch viel weniger Farben. Ja. Oh, ein sanftes Mintgrün wird gewählt. Ja. Ich weiß zwar nicht, was das werden soll. Sieht aus wie Schimmel, ist jetzt. Bei mir leckst du auch, aber das ist okay. Was? Ja, du leckst ein bisschen. Aber ist nicht schlimm. Klingst wie ein Robomann. Ah, wie ein Robomann. Jetzt cool. Nicht mehr. Okay, das ist ein Schnabeltier.
Mann, ich wollte noch den Hut zeigen. Ja. Die Serie ist echt geil gewesen. Die Serie war super. Habt ihr Phineas und Ferb geguckt? So, ja, sogar, wo es mir irgendwie neulich lief. Du hast das ist, wie, das okay, ist einfach auf. So eine. Ich meine, kann jeder gucken. Ich meine, es ist einfaches. Malst du immer mit dem normalen Pinsel oder womit malst du? Ja, mit dem Edding eigentlich. Mit dem zweiten? Ja. Okay, mit dem male ich jetzt nämlich auch. Okay, wie ich mache das nicht jetzt Auspuff? Schön. Okay, pass auf. Es ist nie Auspuff, Tops. Doch. Nein, leider nicht. Ich wünschte auch, es wäre Auspuff. So, womit füllt man? Es sieht voll hässlich aus, aber es wird noch schön werden. Okay, glaub mir. Jetzt malen wir hier was Kleines drauf. Und zwar, du wirst lachen, aber daran wird man es erkennen. Sage ich. Also. Honig! Ach ja, ich führe, hä? Hey. Schön malen. Nein, ich führe. Hä, nee, ich führe, noch oder? Links, also, guck, ich habe 200 Punkte mehr. Punkte gekriegt. Du hast mehr Punkte gekriegt jetzt für die Runde, genau. Okay. So. Was malst du uns? 8 Buchstaben. Das ist... eine Hantel. Nein. Das ist eine... Wie findest du die Hintergrundmusik? Ja, sehr, sehr... Ist beruhigend, sehr oder? Ja. Okay. Was ist denn das? Parkbank. Nee. Nein. Aber hätte es sein können. Okay, was passiert jetzt? Okay. Schöne gerade Linie, die du da malst. Nein, das wollte ich nicht. Das ist ein Bett. Ja, aber was ist? Hochbett. Leute! Wieso? Akzeptier doch die Farbe, die ich auswähle, du blödes Ding! Okay. So. Nickerchen. Das Ding hier. Mittagsschlaf. Das ist gesucht. Ah, alles klar. Oh, ist das nicht eine Bettdecke? Nee, die ist ja oben drauf. Bettdecke. Matratze. Oh, es ist eine Matratze. Kann man doch eigentlich easy erkennen. Oh, da habe ich aber eingecashed gerade am Punkten. Ich weiß nicht warum, aber guck mal, hast du das gesehen? Ach, jetzt wird es richtig los, du. Ist alles nicht aber gut zu malen. So, ich weiß nicht, das ist irgendwie... Ich finde es auch nicht so schlecht. Fühlt sich stabiler an. Fühlt sich stabiler an, gell? Ja. So. Und du hast halt auch mehr Auswahl und besser. Du kannst auch rückgängig machen, das finde ich gut. Ja, das ging beim Alten nicht, da musst du immer alles oder nichts machen. Das ist ein kleiner weißer Nubbel noch. So, du wirst dich jetzt vielleicht fragen, Ronja, was ist denn das? Oh yeah, kommt jetzt wieder eine Geschichte mit mir? Nein, nein, tatsächlich nicht. So, hier sind dann, sagen wir mal, das sind Sitze, okay? Das erkennt man jetzt vielleicht nicht als unwissender Laie, aber es sind tatsächlich Sitze. Okay, das ist furchtbar. Okay. Tu einfach so, als ob hier überall Sitze wären, okay? Mm, ja, so. Auch links? Auch links, ja, hier, soll ich es nochmal andeuten? Okay. Hier, das sind tote Vögel, auch bekannt als Sitze. Okay, tote Vögel, auf denen man setzen kann, vermerkt, ja. Alles klar, freut mich, dass du es so erkannt hast. So, ich mache jetzt noch zu Ende. Alles oder nichts. So, jetzt geht's richtig los. Jetzt müssen wir hier nämlich das künstlerische Talent meinerseits zum Leuchten bringen. Und zwar, man hat hier so ein richtiges Farbrad. Ja, ich kann jetzt die Farbe individualisieren, wenn ich das möchte. Oder, also. So, und jetzt ist wichtig zu bedenken, jetzt kommt davor so was Verrücktes. Und zwar so eine Art Kasten mit Rollen. Okay? Ich versuche das hier dreidimensional zu zeichnen, es klappt aber nicht. Und, hast du das erraten? Ich wollte es noch fertig malen. Ich bin noch neulich, vor 3 Monaten war ich doch, nee, 5 Monaten war ich doch in Griechenland. Vor 5 Monaten war das? Ja, vor 5 Monaten. Das ist ja schon ewig her. Ja. So. Ah, gut. Übrigens, sorry, falls man es sieht, aber ich habe noch meine Schlafanzughose an. Ups. Ist aber sehr gemütlich. Warte mal, das habe ich falsch gemacht. Jetzt muss ich es auch nicht mehr verstecken, jetzt habe ich es gesagt. Ja, jetzt können wir hier alle in Frieden leben. Ja. Ist Snoopy, falls es sich jemand gewundert hat. Ui, so ein hübsches Rechteck.
A. Ja. So. Viereck. Nein. Was ist denn das? Was wird denn das? Das ist was Cooles. Papier. Pappe? Na, und du? Hallo. Plastik. Weg damit. So. Ich habe das Gefühl, du kommst mit dem Spiel viel besser klar als ich. Und ich weiß nicht warum. Wieso bin ich? Ich hab dich ausgewählt. Du machst, was ich will. Okay. So. Was wird denn das? Wären das Räder? Ist es moderne Kunst? Nein. Ich mag, dass man die Größe verstellen kann, indem man das mit dem Mausrad macht. Das ist irgendwie sehr intuitiv. Finde ich persönlich. Was wird denn das? Das siehst du gleich. Nee, ich sehe das gar nicht. Koffer! Ja. Oh, da habe ich wieder eingecashed an Punkten. Ich weiß nicht, wie das Punktesystem funktioniert, aber ich bin nicht dead. Das ist alles schon wieder so... Wenn das nächste Wort nicht ausprobiert, dann zerlege ich das Spiel. Alles klar. So, das ist kein schönes Grün. Wir nehmen das Grün. Das ist irgendwie passender. So, und zwar... Ich hätte gern... Was ist zum Beispiel... Nee, ich hätte gern so ein halbtransparentes Tool, weißt du? Ich würde das gern so ein bisschen so artistisch machen. So, weißt du, mit hier so ein bisschen... So braune Flecken. Vielleicht so eine Art Weg doch, der sich durchzieht. Das wäre doch was. Das wäre schön, oder? Das wäre nicht schön. So, und jetzt kommt nämlich der eigentliche Gegenstand des Gemalten hier. Und zwar kann ich dann einfach die Farbänderfunktion verwenden. Mensch, was ein Knüller. Okay. Bitte errat's. Es ist sehr peinlich für mich. Kommt noch! Ist das ein Mensch? Nein! Offensichtlich ja mal nicht. Hä? Ja, doch. Nee. So, pass auf. Die haben, also weißt du, was das Große ist? Das ist grün, weil es ein Garten ist, okay? Ja. Manche Leute sind verrückt. Ein Gartenzwerg, ja, aber ein Zwerg hätte ich so eigentlich ja so einen kleinen, etwas fertigeren Menschen. Ich war da noch an was dran. Also. Ich hab gewonnen! Hell yeah! Okay, wie kann man Wort kriegen? Gar nicht! Ich bin Gewinner! Gut, aber nee! Warte mal. Ich hab gewonnen. Jetzt steht da Games Lost. Bei dir? Ja. Ist ja peinlich, nee. Oder? Games Lost 0. Games 1 steht bei mir. Ja. Ja, gut. Das war's für diese Folge. Wie gesagt, ihr könnt gerne mal schreiben, ob ihr die Version besser findet als normales Scribble. Ich finde, es sieht ganz hübsch aus, eigentlich, im Vergleich zum normalen. Ich glaube, ich muss mich doch dran gewöhnen, aber so alles in allem würde mich eure Meinung interessieren. Falls euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da und schreibt einen Kommentar. Wie gesagt, Pudding! Nicht Pudding. Schreibt nicht Pudding. Pudding! Schreibt nicht Pudding. Hashtag Pudding in die Kommentare. Bitte tut's. Mit Doppel-D, Pudding. Ich find's schön, dass du das noch dazu sagst, damit es wenigstens die richtige Rechtschreibung ist. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao! Ciao!